Heute haben wir so gesehen wieder einen alten Bekannten am Start, nämlich den IS-3. Und weil einer nicht reicht, gibt es noch einen zweiten dazu und noch einen deutschen Löwen. Und eingeschickt hat das Ganze der Big Hoax. Vielen Dank an der Stelle natürlich, Curtis Ehrenberg. Und er hat das Replay kommentiert mit Best Game of My Life. Also, ob es dann wirklich das beste Game seines Lebens war, ob es wirklich gut war oder wie auch immer, das sehen wir uns jetzt hier an. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, was er hier reißen können wird. Hier in dem Fall mal eine Standardausführung, sonst sieht man ja häufig hier Angriff oder Verteidigung. Hier heute mal wieder ein Standardmatch, auch ganz schön. Und er nimmt die Seite, die mir persönlich auch die liebere der beiden ist, nämlich die 1er-2er-Linie. Weil die 8er, 9er, 0er, ich weiß nicht, ich werde mit dieser Linie nicht so wirklich warm. So, und scheinbar wollen die drei Jungs hier ordentlich durchdrücken. Da wird gar nicht lange gewartet und geguckt, sondern da wird gleich draufgefahren. So, und da ist der erste IS-6 und auch wenn er noch nicht ganz eingeengt war, aber da musste er den Schuss schon direkt rausholzen, weil sonst wäre der nicht mehr angekommen und trifft auch gut. So, und ein IKV und auch der bekommt gleich mal sein Fett weg. Und jetzt hier der Abpraller. Und der Komet trifft diesmal und wir sehen, er ist nicht mal offen. Und der IS-3, der bekommt auch sofort seine Schelle. Und er weiterhin hier die Abpraller macht er schön, zeigt er nicht zu viel von sich und dem Panzer. So, und jetzt, der Super Pershing ganz, dass der noch funktioniert. Ja, niemals hätte ich gesagt, dass der klappt, aber da sieht man, ab und an muss man auch einfach mal die schwierigen Schüsse riskieren. Nee, den IS-3, so kriegt er den dann nicht. Und jetzt nochmal auf den Scorpion G. Also bisher wirkt er da richtig gut auf die Gegner. So, und jetzt will er da den raus haben und der hat sich diesmal so schön seitlich hingestellt. Da war es jetzt gar kein Problem, den Schaden anzubringen. Und jetzt hier einzig und allein noch der Super Pershing. Aber der wird jetzt von zwei Seiten da angefahren. Also der wird es auch gleich ganz schön schwer haben, hier das irgendwie zu überstehen. Und sein Schuss geht klar und jetzt rammt er ihn weg. Und ja, das hat mal locker gereicht. So, und jetzt muss er natürlich sich da ein bisschen auf die andere Seite konzentrieren, die da so gut wie gefallen ist. Weil da kommt der Gegner gleich durch und dann ist natürlich sein Cap in Gefahr, wobei sie aber jetzt von der Seite die definitiven Vorteile haben. Sie gehen aber auch nicht für den anderen Cap, also sie wollen da ganz klar auf Verteidigung statt auf Angriff gehen. So, den VK kommt da ganz gut drauf. Der darf sich jetzt nur nicht mehr bewegen. Und ja, da hat es gereicht. Sehr schön rausgenommen.
So, auf den Komet kommt er nicht drauf. T29 steht da auch hinter dem Haus. Und jetzt nimmt er natürlich hier ein bisschen Schwung und will da auf den Komet drauf, weil das wäre dann auch gleich der Ausgleich für diese Runde. So. Und jetzt fährt er hier vor und da macht er es ihm dann da leicht, zeigt die Seite und bettelt schon fast um... Ja, erschieß mich, bitte, erschieß mich. So, T29 auch raus und jetzt dreht sich das Momentum richtig zu dem... zu seinen Gunsten, muss man da sagen. Aber wie gesagt, immer noch den Cap hinten ein bisschen im Auge behalten, weil der Cromwell war da auch. Der IKV ebenfalls. Und jetzt schießt auch der Cromwell schon auf ihn. Kette gezogen. So, und jetzt will er auf den drauf fahren. Jetzt kommt vom der Arti hinten Gott sei Dank nur ein 6 HP-Hit. Der hätte auch viel schlimmer enden können. Ja, man darf nicht vergessen, Gegner hat noch 2 Artis. Sein Team lediglich eine. So, wo ist der Cromwell hin? Der hat scheinbar ein bisschen Schiss bekommen. Auf jeden Fall ist er nämlich nicht mehr zu sehen. Und trotzdem bleibt er hier hinten, einfach um da weiterhin den Cap auch zu beschützen. So, und jetzt hat er den Cromwell B endlich vor sich. Trifft er schon mal das erste Mal sehr schön. Cromwell B lädt natürlich schnell nach. Ah, oh, da ballert er jetzt nochmal drüber. Schade, aber den musste er riskieren. So, jetzt aber... seitlich angefahren. Sehr wichtiger Kill. Und jetzt muss er natürlich langsam mal wieder nach vorne kommen, weil der IS-3 von ihm braucht da Hilfe. So, der IKV schießt da auch schon fleißig auf ihn. Jetzt hat er das mal blind in die Richtung versucht, aber da hat er nichts getroffen. So, jetzt hat das Objekt ihn zerstört, also seinen Kameraden. So, jetzt ist er mal gleich da, wo eigentlich zuletzt der IKV war. Und da ist er auch schon. Und diesmal verpasst er ihm aber ordentlich eine. Der hat mal richtig gewumst. So. Ja, da sieht man die DPM vom IKV, die ist ordentlich. Der ging daneben. Aber er muss hier clever spielen. Er darf es jetzt nicht übertreiben. Auch die Arti von ihm muss hier jetzt mal ein bisschen unterstützen.
So, und da ist das Objekt. Oh, und den hat er aber mal eiskalt geklärt. Und da hinten fährt jetzt gerade der IKV rum. Der wollte es besonders clever machen. Aber in dem Fall hat er es nicht geschafft. Seine Arti versucht hier zwar ein bisschen zu unterstützen, aber in dem Fall kein Treffer scheinbar. So, und jetzt muss doch der hier gleich aufgehen. Also er selber ist offen. Arti hält schon rein, aber Gott sei Dank kein Hit. Und da ist er jetzt oben. Oh, und jetzt ballert er auch noch in den Boden. Das ist ja zum Mäusemelken. Das wäre sein 8. Kill und damit die Radley Walters. Und das gibt's doch nicht. Der IKV ist halt verdammt schnell. Typisch für die Schweden. Die Agilität nimmt ihm keiner. So, und vielleicht konzentriert er sich jetzt mal ein bisschen auf die Artis. So, und jetzt hat er hier mal den GW Panther im Vorbeifahren mit dem Auto-Aim. So, und jetzt kann jetzt der EKV zwar rückwärts weg, aber normalerweise sollte es... Ne, er fährt nicht direkt nach. Sondern er fährt außen rum. Arti verballert wieder. Der EKV sieht so aus, als ob er den von hinten anfahren will. So, da ist die nächste Arti. Und, oh, diesmal trifft auch die Arti da verdammt gut. Und jetzt ist nur die Frage der Zeit, bis der IKV da von hinten aufkommt. Und genau das hat er irgendwie gewollt. Und jetzt gibt's, ah, jetzt ist er natürlich in einer richtig bescheidenen Situation. So, jetzt erstmal die Arti wegmachen. Und jetzt mit den letzten verbliebenen HE-Mumpeln muss ich noch um den IKV kümmern. So, seine Arti ist auch irgendwie gefühlt gar keine Hilfe. Aber den Kill will er jetzt natürlich selbst machen, weil hier geht es jetzt um die Pools-Medaille. Und wenn man schon so fleißig ist, dann will man am Ende des Tages auch noch die Pools mit nach Hause nehmen. Ganz klar. Aber der IKV, der spielt es auch wirklich clever. Der weiß natürlich ganz genau, wenn er hier den IS-3 rausbekommt, dann ist es eigentlich schon so gut wie gewonnen. So, jetzt haut der wieder irgendwo ab. Jetzt ein sinniger Move seiner Arti. Nämlich hier mal in den Cap zu fahren, um da ein bisschen Druck aufzubauen. So, und jetzt muss natürlich der IKV da wieder kommen. Jetzt kann er sich da nicht mehr wie so ein Häschen irgendwo verstecken. Jetzt muss er da ein wenig aggressiver sein, wenn er das Spiel denn hier nicht von Haus aus abschenken will. So, und da ist er auch schon wieder. Da taucht er auf. Und jetzt kann er den da rausnehmen. Lang genug hat es gedauert, aber wie gesagt, der IKV war da clever, aber mit der Pools-Medaille geht er hier heute nach Hause. Sehr schöne Runde, sehr fein gemacht und da war vieles drin. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.